Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Train Fever. Gestern haben wir angekündigt, oder gestern haben wir die ganzen Strecken elektrisch und schöner gemacht. Heute wollen wir da auch mal ersten elektrischen Züge fahren lassen. Und zwar die Universalantrieblokomotiven, die gehen ab sofort mal in Güterzugdienst. Als Holzwagenzug. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dafür. Wie schnell können die Dampfloks gerade fahren? 40. Wir tun also. Vielleicht reichen da auch zwei Züge. Ich sag die komplett rein und die jetzt auf Holz 1. 3 Minuten. Würde auch noch reichen. Lassen wir mal so. Oh, bei dem bin ich jetzt gespannt, wo der hinfährt. Gucken wir den noch mal ein letztes Mal zu hier. Bevor der dann endgültig verschwindet. Der wird jetzt bestimmt ins S-Bahn-Netz mit überfahren und dann hinten ins Depot rein. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Verbindungen müssten ja da sein. Wird noch einmal in seinem Leben noch ein bisschen weiter fahren. Als bisher immer war. Das ist ja jetzt schon neu für ihn, wo er jetzt lang fährt. Früher ist er immer hier gehalten. Jetzt bin ich gespannt. Ach nee, stimmt. Das ist ja die durchgehende Strecke. So, der erste Zug, der jetzt hier fährt. Sowas muss man sich mal genauer angucken, so die letzten Fahrten. Dann vor allen Dingen, wenn du nochmal Begegnung hast mit dem anderen Zug. Oh, sogar eine Überholung. Ja, der kann halt nicht schneller, ne? Ich wollte gerade sagen, welches fährt er denn jetzt rein? Hat er eine kleine Auswahl? Hat sich schon das Schönste rausgesucht. Gut, dann wollen wir gleich mal noch eine neue Strecke erstellen. Eine neue Linie. Geht von hier. Über hier. Nach hier. So, warum erstellst du die nicht? Bestimmt irgendwas Falsches ausgewählt. Nö, guter Nord. Was ist denn das hier? Da müssten ja beide Gleise nicht funktionieren. Ich verstehe jetzt die Linie nicht. Sollte da eigentlich alles gehen? Guck mal, das jetzt funktioniert. Zumindest in dem Teil. Wenn ich jetzt sage. Ich habe bestimmt. Ah. Ich habe bestimmt hier den Bahnhof erwischt. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass der auf dem richtigen Gleis fährt. Tut er nämlich nicht. Achso, wir bräuchten ja vielleicht.
hier auch sowas Kleines, ne? So, sollte das funktionieren? Das funktioniert. Hier fährt er hier drauf. Hier macht er auch genau das, was er machen soll. Perfekt. Besser geht es nicht. So, und damit die Güter erstmal irgendwo ankommen, werden wir auch hier eine kleine Gütertramstrecke erstellen. So, Landnutzung. Sag mal, wir fahren bis hier hin, dann kann sich das noch verteilen. So, hier vor. Nein, dann haben wir schon die Strecke erstellt. Also noch eine neue Linie. Von hier, nee. Nach da. Okay, da müssen wir jetzt, oh yeah. Oh yeah. Das heißt ja bald, wir können sogar ein paar andere Dings noch bauen. Wir haben jetzt erstmal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück auf Linie 10 legen. Sehr schön. Linie 10, 70 Sekunden können wir lassen. Und dann brauchen wir natürlich noch Züge. Auf dieser anderen Linie. Das haben wir. So, da müssen wir jetzt aufpassen. Würde ich trotzdem den nehmen. Aber jetzt bei den Waren. Offene Güterwagen für Kohle. 1, 2, 3, 4. Und dann offen für Eisen. 1, 2, 3, 4. So, wir müssen das jetzt so gemischt machen. So, einmal klonen. Machen wir vielleicht 3. Setzen die mal auf die Linie 1. Gucken wir uns mal an, wie der aussieht. Und vorne nehmen wir eine Runde mit. Guck mal, da ist noch ein kleiner Restbestand sogar drin. Damit man weiß, was richtig ist. So. Mal ein bisschen Tempo machen und den ganzen Spaß angucken. Das wird bestimmt noch ein bisschen dauern, bis sie hier fertig sind mit, oder anfangen mit produzieren. So. Sehr schön. Der rast. Faszinierend ist das. Ohne Ladung. So traurig. Vorhin bin ich mal gespannt, ob wir dann... das ist unschönes Wetter, die Zwehr. Komm bitte. Elektro-Lok geholt. S-Bahn überholen. Ja. Wir holen auf. Gut, wir sind auf der Innenkurve, ne? Gemein. Was steht denn da noch so in den Startlöchern?
Wo hast denn du vorhin zuvor, mein Freund? Da muss ich jetzt mal ein bisschen zugucken. Welches Depot willst denn du eigentlich? Ich glaube, der Zug wird für immer hier stehen bleiben. Wo will der bloß hin? Ja, weißt du was? Sonst steht da noch ein Jahr hier. Geht überhaupt nichts voran. Verkauft? Tatsächlich. So. Super. So läuft das bei uns. Das war's erstmal für die Folge. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und ihr könnt auch gerne wieder was in die Kommentare mal schreiben. Nee, ich warte bloß darauf den ganzen Tag. Tschüss.